Es gibt mega, mega coole Programme, wo du Daten sammeln kannst, um besser zu werden oder um mehr Spaß zu haben bei F1 2021 oder bei den Vorgängern oder auch in der Zukunft wird es das Ganze geben. Ich habe drei Programme rausgesucht, die ich euch näher bringen möchte und empfehlen möchte, wie ihr diese ganzen genialen Daten nutzen kann, denn es gibt fast keine Videos, keine Informationen im Internet. Ich habe so wenig gefunden und dachte mir, ey, dann ist es aber auch mal Zeit, dass ein deutschsprachiger YouTuber da was rausballert, denn falls das einer von den anderen gemacht hat, ich habe nichts gefunden. Und heute zeige ich euch nicht nur, wie man das Ganze einstellt, sondern ein kostenloses Programm, wie man richtig geil, wie aus dem Fernsehen, Daten live tracken kann und nutzen kann von F1 2021. Es gibt schon ein Video oder zwei Videos, die auch andere Programme vorstellen. Und alle Videos beginnen gleich, dass ich erstmal erkläre, wie das Ganze funktioniert und dann das Programm nochmal ein bisschen vorstelle. Guckt es euch auf jeden Fall an im Infokasten und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr diese Programme nutzen möchtet oder nicht. In dem Fall haben wir heute ein Programm, das wirklich sehr cool ist, aber auch einen Nachteil hat, was online angeht und ich euch gerne heute näher bringen möchte. Bevor ich das aber euch näher bringe, erkläre ich euch mal, wie funktioniert das Ganze überhaupt, um das möglich zu machen. In F1 2021 geht ihr in Spieloptionen, in Einstellungen, in Telemetrieeinstellungen und dann ist meistens, wenn ihr noch nichts rumgefummelt habt, auf Aus. Müsst ihr natürlich auf Einschalten, um diese Daten freizugeben. Es geht hier nicht um deine Daten, wie zum Beispiel dein Name, deine Adresse, E-Mail oder sonst irgendwas. Die wollen nicht wissen, was für eine Schuhgröße du hast, sondern es geht um Daten, wie zum Beispiel, was für Reifen hattest du drauf? Wann hast du in welcher Runde wie viel ERS benutzt? Wie war deine Reifentemperatur und so weiter? Dann stellst du Übertragungsmodus auf an. Es kann manchmal sein, je nachdem, wie bei dir das im Internet mit dem Router tickt, dass du auf ausmachen musst und deine IP-Adresse angeben. Das hier ist eine Fake-IP-Adresse aus Sicherheitsgründen, nur mal so nebenbei. Dann haben wir noch diese Einstellung, die sollte so bleiben, das ist vom Spiel und das sollte wirklich auch so bleiben mit 20777, 20 Hertz, 2021er Spiel haben wir. Es gibt auch noch die Vorgänger, aber das bringt glaube ich nicht viel, also ich habe noch nicht getestet, ob alte Softwares dann irgendwie, ja eben das sammeln können, wenn es eine 2019er Software ist, ob das dann auch 2019 geht, muss ich schon zugeben. Wir bleiben also bei 2021 und in Zukunft dann, wenn es Programme dafür gibt, bei 2022. Wenn du das Ganze auf eingestellt hast, sollte eigentlich das hier auf eingeschränkt sein. Eingeschränkt bedeutet, dass du in der Öffentlichkeit, also wenn du online unterwegs bist, eben nur minimale Daten zur Verfügung stellst. Wie zum Beispiel deine Position pro Runde und nur ein paar andere Kleinigkeiten. Wenn du aber auf öffentlich stellst, dann gibst du alles preis. Zum Beispiel deine Reifentemperatur. Deine Reifenlebendigkeit, also das Leben der Reifen, deine ERS-Situation und vieles mehr, was das Ganze auch viel spannender macht. Bist du jetzt ein Zuschauer hier gerade, Grüße, der lieber Karrieremodus oder My Team spielt und denkt sich, ja, was soll ich denn damit? Es bringt auch da absolut was, fast schon bei manchen Programmen mehr als online. Es macht einen tierischen Spaß und das Ding ist einfach, dann sammelst du halt für dich die Daten. Dann brauchst du das hier gar nicht berücksichtigen, denn die Software sammelt immer deine Daten, ja, wie zum Beispiel irgendwie, was ich gerade eben schon gesagt habe, also offline für dich immer. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, ich will aber jetzt hier gerne online, ich habe eine Online-Liga, ich will mit Freunden Lobby spielen oder wie bei mir der Community Cup, ich will jetzt sehen, was meine Leute da machen. Oder ich habe ein Duell mit Fritzenbubel 1, 2, 3 und das war so ein geiles Duell. Aber warum konnte ich in Runde 3 ihn nicht überholen? Oder warum hat er mich in Runde 2 überholt? Was ist da falsch gelaufen? Wenn ihr das gerne vergleichen wollt, wenn ihr da Informationen haben wollt, dann stellt da auf öffentlich. Weil dann können wir alle Daten gesammelt werden. Kurz zur Information.
das funktioniert auf allen Plattformen. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox-Variationen und auch auf dem PC. Wichtig dabei ist nur, dass du einen PC besitzt oder einen Notebook. Das Spiel für PC-User muss nicht gleichzeitig auf dem Notebook laufen. Das geht alles nicht auf den Plattformen wie PlayStation oder so. Und damit meine ich nicht, dass ihr das nicht nutzen könnt, sondern die Programme gehen nicht. Ich erkläre euch kurz, wie das Ganze abläuft, und zwar folgendermaßen. Ihr habt das Ganze eingestellt. Alle Telemetriedaten werden gesammelt in einem Datenpaket oder in mehreren Datenpakete durch deine Internetleitung geballert zu deinem Router. Und dann gibt es weiter diese typischen Abläufe. Dann geht es dahin, dahin, dahin und dann ab zum Codemasters Server. Die Programme sammeln aber die Sachen, nicht aber, sondern, das hat mich jetzt selber verwirrt, sondern die Programme saugen aus dem Router diese Informationen raus. Sogenanntes Tracking. Also ihr müsst euch so vorstellen, es ist eine gerade Linie durch den Router, durch zu Codemasters, und dann kommt da so ein Zweig von den Softwares, die sagen, gib mal ab, gib mal was davon ab, ja. So in dem Sinne. Und dann wird das bei uns angezeigt. Dann gibt es das Problem, dass man manchmal die IP-Adresse eingeben muss. Wenn ihr nicht wisst, welche IP-Adresse, dann gibt es da ganz tolle Tutorials. Einfach mal schauen, also was eure IP-Adresse ist. Und achtet auf jeden Fall, falls ihr kein Tracking hinbekommt, was euer Router macht, eure Fritzbox. Viele stellen irgendwas mit Antivir ein oder mit Blocken. Wenn da irgendwas geblockt wird, kann es sein, dass das Programm dieses Raustracken aus dieser Information nicht machen kann. Nur, dass ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid wisst. Heute stelle ich euch ein Programm vor, das sich Team Telemetrie nennt. Ein Name, der halt schwer zu finden ist. Denn wenn man jetzt so einen Namen hat, wie zum Beispiel Photoshop, dann ist es recht leicht zu googeln. Aber Team Telemetrie, Telemetrie ist ein allgemeines Wort und Team auch. Deswegen findet man auch so selten solche Programme. Dieses Programm sieht natürlich nicht so aus wie jetzt hier in diesem Beispiel, sondern ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, dass ihr einen Vergleich habt zu einer Aufnahme, die habe ich vorher aufgenommen. Ich bin Leclerc auf 94er Stärke mit Controller auf der PlayStation 5 und fahre ein Grand Prix in Österreich, ja? Ich kann schlecht leider live das aufnehmen und erklären, weil das ist dann ein bisschen zu schwierig, deswegen ist es eine Aufzeichnung. Um es euch zu erklären, habe ich das Programm natürlich auf mein Bild hier drauf geballert. Es ist natürlich separat. Das Programm Team Telemetrie hat einen Optionsbereich und dann kann man verschiedene Pop-up-Fenster aufmachen. In dem Fall zum Beispiel hier Live-Tracking der Map, Leute. Und da seht ihr zum Beispiel, dass es immer so ein bisschen ruckelt, weil es nicht komplett Echtzeit schafft. Es ist sehr nah dran mit Echtzeit, aber schafft es nicht zu 100%, vielleicht so 97%, deswegen ruckelt's. Das Coole ist wirklich, dass auch die ganzen Namen zu sehen sind. Also ihr seht, Verstappen ist jetzt gerade in Turn 6, also in Kurve 6 gleich unterwegs als Führender. Ich als Deco bin hier gerade unterwegs. Vor mir ist Gasly, hinter mir Alonso. Und der Schlusslicht, ihr seht zum Beispiel, Ocon ist gerade was schiefgelaufen. Der fährt wohl gleich in die Box rein. Ein ziemlich cooles Live-Tracking, was man nicht nur in diesem Pop-Up benutzen kann. Nein, wenn du PC-User bist, kannst du dieses Live-Tracking sogar auf dein Bildschirm packen. Kannst also sozusagen deinen ganzen HUD hier oder Hub umbauen oder rausnehmen und sagen, ich will lieber das Live-Tracking drauf haben in meinem MyTeam. Das ist ja nochmal ein Tickchen geiler, ganz ehrlich. Geht aber leider nur auf PC. Warum? Weil die Konsolen natürlich eine eigene Übertragung haben und über den auf den Monitor nur übertragen das Bild. Beim PC ist es so, dass du dem PC natürlich die Information geben kannst, hey, das Spiel soll im Hintergrund laufen, hinter diesen Informationen wie das Live-Tracking zum Beispiel. Ja? Dann gibt es zum Beispiel hier was Cooles, das kann man auch in den Monitor auf PC einbinden oder einfach nebenbei laufen lassen, so wie ich. Dann hast du halt einen schwarzen Hintergrund, ist auch egal. Da sieht man hier so den Prozentsatz der Reifenabnutzung, wenn das 0% ist, dein Frontflügel auch noch super okay. Medium bin ich drauf, noch keine Lap gefahren, weil das war die erste Runde, nachdem ich der Box raus, deswegen wird noch nichts gezählt. Dann das Wetter. Und das Coole ist hier wirklich, Leute, der Fight. Battle for P8, also P8, also es kann leider nicht der richtige Name angezeigt werden. Also Gasly, Alpha Tauri, wie ihr seht. Gasly, Alpha Tauri, ich, Ferrari, Leclerc. 0,22
Sekunden hinten dran, also ein paar Hundertstel, wollte ich gerade sagen, paar Zehntel, zwei Zehntel hinten dran und es ist halt das fette Duell. Und ich versuche da jetzt ranzukommen und werde auch gleich überholen und so weiter. Und das ist auch eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, in diesem Programm eben zu sehen, was für eine Topspeed hatte man denn. Zum Beispiel Norris, 319 Topspeed, ja. So in dem Fall. Dann, ich habe hier noch aus Spaß aus einer letzten Aufnahme noch Deku ist der Geilste, das war ein Joke mit meiner Community, also nicht falsch verstehen. Noch drin mit 316. Cool in diesem Programm ist, dass man hier nochmal so eine Übersicht hat. Zum Beispiel Wetter. Wie sieht es denn aus in 30 Minuten? Und ein Bot, der die Rennleitung auch nochmal kommentiert. Wie zum Beispiel Ocon ist gerade in Pit reingefahren, ist jetzt gerade auf Soft gewechselt. Wenn man zum Beispiel online fährt, wird auch angezeigt, Spieler 3 hat die Strecke abgekürzt, es gibt eine Strafe und so weiter und so weiter. Dann kann man hier auch nochmal in diesen ganzen Programmen hier auch nochmal durchswitchen, wenn man will. Zum Beispiel gibt es nochmal so eine Tracking-Map, dann gibt es hier nochmal Informationen. Und dann gibt es hier nochmal was richtig Cooles, Leute, was ich sehr, sehr, sehr feiere, ist auch nochmal so eine Live-Tracking der Positionen der ja, der Zeiten. Ich habe eine Software schon vorgestellt, die auch ein bisschen Geld kostet. Da ist richtig Echtzeit-Tracking unterwegs. Da kannst du richtig die Zeiten nachgucken. Hier wird immer, wenn du über die Sektorlinie gefahren bist oder Ziellinie, erst angezeigt. Was ich aber an dieser Software ein bisschen geiler finde, ist, dass jeder Stint gezeigt wird oder jede Reifen, die du gefahren bist. Ihr seht zum Beispiel Ocon, ja, ist schon auf Soft und Medium gefahren. Eigentlich war sein Plan anders, weil er ist safe nicht, also dreimal ist ein Fehler auf jeden Fall, wie ihr merkt. Und man sieht halt auch, ne, Verstappen ist 9 Runden Soft gefahren, dann jetzt schon in der 3. Runde auf Medium. Ich mit Leclerc bin 12 Runden gefahren auf Soft und bin jetzt auf Medium. Hier steht noch keine Zahl, weil ich glaube, das ist die erste oder zweite Runde erst. Das kommt dann gleich noch, ja, dass er mir das ja auch anzeigt. Und dann kannst du hier diese ganzen Reifenwahlen dir auch noch anschauen, was halt auch ganz cool ist. Und dann gibt es noch diese Möglichkeit, dass ihr seht, ich bin eigentlich auf Platz 10 gestartet, ja, und bin aber jetzt schon auf Platz 8. Ich habe mich also schon verbessert, Bottas auch zum Beispiel, ja, und Hamilton hat sich verschlechtert. In dem Sinne. Und das kann man sich auch im Großbild anzeigen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, richtig seine Autodaten abzurufen. Ihr seht das hier auch nochmal. Das Grad der Bremse, Grad von Innen- und Außentemperatur der Reifen, die Abnutzung hier nochmal. Wo ist dann auch nochmal hier mit dem ERS, gibt es richtige Informationen. Guck mal, ich bin hier gerade bei 64,7% ERS, Kilojoule und so weiter. Da wird mir alles da angezeigt. Es gibt auch noch sowas wie Setup-Bereich, aber Setup gibt es fast bei gar keinem Programm, was wirklich gut läuft. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein mal. Aber das ist auch eine wirklich coole Sache, um sich das da genau anzugucken. Das Programm kann aber auch noch ein bisschen mehr anbieten. Und zwar, wenn wir da mal ein bisschen weitergehen, hier seht ihr zum Beispiel jetzt nochmal diese Setup-Situationen, wie ich da gefahren bin. Leider kann man aber immer nur seine Setups abchecken, nie die vom Gegner, was ich ein bisschen schade finde. Wenn der Gegner auf öffentlich zum Beispiel eingestellt ist oder eine CPU ist, würde ich es ganz cool finden, wenn man da noch so ein bisschen, ja, ein bisschen nachschnuppern kann, was der so getrieben hat. Ist natürlich Geschmackssache. Manche sagen vielleicht, nee, ein bisschen was soll geheim bleiben natürlich, ne? So. In der Hinsicht. Und dann gibt es noch eine coole Sache, die ich extrem feiere, Leute. Und das ist das hier. Also, so sieht das nicht aus. Das habe ich nur für mich, für meinen Bildschirm programmiert. Ich habe einen Bildschirm, der ist eben hochkant und da passt das eben perfekt rein. Und zwar funktioniert das leider alles bisher nur, das ist wieder der große Kritikpunkt an dieser Software oder allgemein an Codemasters. Ich kann euch das Ganze nur empfehlen, wenn ihr Karrierezocker oder MyTeam-Zocker seid. Online, okay, ist auch cool, wenn du es für dich privat nutzen willst. Also für dich selbst. Aber wenn du das mit Freunden machen willst oder analysieren willst, funktioniert nicht, weil Codemasters noch nicht es geschafft hat, deinen Namen, deinen PlayStation-Namen, deinen Steam-Namen in diese Liste reinzupacken. Ja? Sondern, wenn du online spielst in der Online-Liga, steht dann hier so Spieler 1, Spieler 2, Spieler 10, Spieler 20. Und du hast gar keine Ahnung, wer ist denn Spieler 20? Ja?
in der F1-22er Beta-Version, wo ich aufzeichnen durfte, da gibt's was Cooles Neues, Leute. Und zwar steht hier Steam-Name anzeigen lassen. Diese Funktion gab es bei F1-2021 auf Steam noch nicht. Und deswegen ist das meine persönliche Hoffnung, dass jetzt Codemasters diese Einstellung zur Verfügung stellt und somit das Problem online auch gelöst ist. Und dann kannst du auch online hier alle Namen sehen, solange man natürlich auf angeklickt hat. Das wäre natürlich noch eine richtig coole Sache. Punkt ist einfach, was ich halt einfach mega feier, ist eben diese Aufzeichnung hier. Und ich habe mir auf meinem Monitor sowas eingestellt, dass ich diese Sachen hier sehe. Und diese Sachen kannst du auch, wenn du magst, auf PC zumindest, auch wirklich in dein Spiel reinballern. Also kannst du zum Beispiel sagen, ich will lieber diese Anzeige anstatt dieser. Dann schaltest du einfach in deinem Hub das hier aus und schiebst dann auf deinem Monitor das dahin. Die ploppen halt immer weg, wenn du ins Menü gehst oder irgendwie in der Garage rumhängst. Die ploppen wieder auf, wenn du auf der Strecke bist. Kann man gut oder kann man schlecht finden. Ich persönlich finde das eine ziemlich coole Sache. Für die, die auf der Konsole spielen, kann man halt auf den Monitor packen. Geht halt nicht, also auf dem Monitor, den du da auf dem PC hast, jetzt nicht, wo deine PlayStation oder deine Xbox ist, weil das funktioniert ja leider nicht. Und da siehst du halt, ziemlich cool, ich bin da unterwegs auf Platz 7, fahre hier meine Zeit. Ich habe gerade einen gelben Sektor gemacht, weil ich nicht die beste Zeit rausfahre, was das Rennen angeht im Vergleich. Hamiltons Sektorzeit kann ich hier sehen, er ist nämlich mit der Bestzeit unterwegs. Wir fahren schon 7 Minuten lang dieses Rennen, das ist auch ziemlich cool, weil wenn du zum Beispiel ein 100% Rennen fährst, dann gilt die Regel maximal 2 Stunden lang darf das gehen und wir haben das Ganze mal online getestet, ging halt leider nicht so gut und dann waren wir bei einem 100% Rennen bei 1 Stunde 58 Minuten und ein paar Sekunden und ich dachte noch, Leute, wenn noch ein Safety Car länger gelaufen wäre, Feierabend gewesen, so ein bisschen. Und dann sieht man noch die Fastest Lap, also die schnellste Runde, meine beste Runde, guck mal, die ist recht langsam im Verhältnis zu Hamilton zum Beispiel, meine letzte Runde, die Delta und so weiter, kein Regen ist gemeldet und so weiter. Und das sind halt wirklich so Spielereien und coole Spielereien, die ich persönlich extrem feier und ihr vielleicht auch feiert. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man mit dem Rennen durch ist, auch nochmal das in Großbildschirm auf dem Laptop oder auf dem PC anschauen. Und dann siehst du halt nochmal, okay, Verstappen ist Erster geworden, okay, hat sich gar nicht war halt der Beste, okay, Hamilton hat den Zweiten wieder geholt, hat die schnellste Runde gefahren, stabil. Norris hat sich um einen Platz verbessert. Ich mit Leclerc habe mich um 4 Plätze verbessert. Okay, cool. Und dann kannst du, und das feiere ich halt auch mega, deswegen will ich das auch unbedingt online haben, dass dann die Namen endlich angezeigt werden. Ich kann mir einen Fahrer raussuchen, in dem Fall Verstappen, kann da draufklicken und es kommt ein Pop-up und ich kann mir alles nochmal ansehen, Leute. Jede Runde, jede Zeit, was für Reifen hat er gefahren? Und weil ich das Programm erst in Runde 12 offiziell aufgemacht habe, ja, für diese Aufzeichnung, wurde mir vorher noch nicht gesagt, wie viel Benzin hat da, wie viel RS. Also die Runden werden ja allgemein immer abgespeichert, deswegen kann das Programm es später noch abrufen. Aber wenn das Programm vorher nicht offen war, kann es die aktuelle Echtzeitdaten nicht sammeln. Vom zum Beispiel Benzin 10,5 Liter in dem Fall soll das, glaube ich, hier noch sein. Nicht Kilogramm, wenn ich richtig liege. Und dann hast du hier zum Beispiel hast du dann noch den RS, ja, und hier deine Geschwindigkeit, guck mal, er ist zum Ende hin nochmal 3 km/h schneller geworden, ja, so, in der Hinsicht. Ich finde es auch ganz cool, dass du halt die ganzen Reifen alles nochmal abrufen kannst, dass du das alles nochmal anschauen kannst und ich kann auch in der Theorie das auch nochmal auf mich anlegen, ja, dass ich auch mich hier komplett nochmal analysiere und anschaue. Was halt wirklich cool ist. Man sieht auch am Ende, war ich sogar der Schnellste mit 323, ja, km/h. Und ich war auch erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob man das hier sogar sehen kann. Ich guck mal kurz zurück. Ich war erstaunlicherweise auf Medium richtig gut unterwegs, Leute. Guck mal, ich bin hier eine 177 gefahren oder eine 179, eine 179, eine 178 auf Soft.
und fahre dann plötzlich auf Medium, gut, Benzin ist halt weniger und so weiter, urplötzlich eine 1,73, eine 1,74, eine 1,68 ist meine Topzeit und bin plötzlich mega schnell unterwegs und ich habe auch plötzlich dann noch Autos aufgeholt und das sind halt spannende Statistiken, damit man arbeiten kann. Wenn ihr jetzt so jemand seid wie ich, so freaky, und notiert euch die ganzen Daten auch noch und sagt, ja, geil, so und so und so und so war's, dann könnt ihr in Zukunft damit arbeiten. Finde ich zumindestens. Was halt auch nochmal extrem was Wildes ist. So in meinen Augen. Es hat einen Nachteil, dieses Programm, liebe Freunde. Wenn ihr das Programm nach dem Rennen schließt, dann ist Feierabend. Also er speichert nichts ab. Ich habe nichts gefunden, wo er diese Daten abspeichert. Andere Software, die ich vorgestellt habe, die speichern die Daten ab. Das heißt, ihr müsst am besten irgendwie ein Foto schießen oder sonst irgendwas. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das Programm mit dem Menü aussieht. Ihr habt so dieses Telemetrie-Menü und dann, wenn ihr hier oben diese Sachen anklickt, kriegt ihr diese Pop-Up-Fenster. Ja, dann gibt es hier noch dieses ganze Layout, was ich gesagt habe, auf PC könnt ihr euch ein eigenes Layout bauen, wie das aussehen soll. Macht ihr einfach den Hub aus vom Spiel und packt lieber das drauf zum Beispiel, ja. Oder Final Classification, das habe ich euch gerade gezeigt, das geht so, ne. Aber es gibt leider keine wirkliche Option, das Rennen auch mal ordentlich abzuspeichern. Man kann jetzt noch online jedes Mal, wenn man Lust hat, die Namen einzeln eintragen. Okay, Ferrari, Leclerc fährt gerade, Fritzelbubel 1, 2, 3. Aber wenn einer DNF geht, aus irgendeinem Grund refresht er das Ganze immer und muss neu eintragen. Ja? Deswegen, diese Programme wären saugeil, wenn dann wirklich diese Funktion kommt, dass du online eben, ja, das Ganze umsetzen kannst. Hier kannst du auch deinen Namen eintragen und so weiter und so weiter. Das ist ein weiteres Programm, das in der Videobeschreibung verlinkt ist, kostenlos ist und du einfach mal ausprobieren kannst. Ich hoffe natürlich, es funktioniert alles. Ich hoffe, ich konnte, trotz dass es sehr ausführlich und lang war, dir weiterhelfen und du bist begeistert als Formel-1-Fan oder als Race-Fan. Dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, verabschiede mich und wir sehen uns bei weiteren Videos. Mach's gut.